Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Party Evil 5, wenn sie sich ihre Nägel macht oder so. Oder was weiß ich. Eine Feile macht sie da ihre Nägel oder was weiß ich, ey. Keine Ahnung. Sie feilt wahrscheinlich ihre Nägel oder so, keine Ahnung. Und jetzt sitzt sie ganz schnell da, die Frau hier in der, in unserem Ruheort sozusagen. Ja, mein Lieblingsort von ganz der Evil 5. Ja, wir haben geskillt, nachdem wir den Kettensägen-Heini besiegt hatten, entgegen aller Erwartungen und den Schlüssel auch bekommen haben. Obwohl man den snipen muss, aber wir haben es mit dem Revolver geschafft. Zumindest das letzte Mal. Und jetzt, ja, Aufzug wird blockiert, machen weiter. Nachdem viel gemordet worden ist in der letzten Fahrt. Und geskillt haben wir auch am Ende. Das ist auch super. So. So, gehen wir rein. Wie spät ist eigentlich? Habe ich die Zeit wieder vor lauter Evil 5 Zocken vergessen? Fast. 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 Aber passt. Wobei, warte mal. Wegen Evil 5 Zocken habe ich gestern nichts Warmes gegessen, lol. So viele Parts gestern vorproduziert. Angenehme und nicht so angenehme. Beides mit dabei. Ein bisschen G kriegen wir. Eine Spritze, nice. Kann ich den Joseph nicht eigentlich reinrammen, aber andererseits brauchen wir selber. Nein, das soll dahin und das soll hier hin. Ja. Shotgun haben wir keine mehr. Keine Patronen mehr. Aber wir haben auch keine Sniper-Patronen. Ach jo. This bring back some memories. Junge, blockier nicht den Weg, Arschgeige. Habe ich dir schon mal gesagt, ey. Kann ich nicht einfach abmurksen? Warte mal. Yo, ich glaube, ich erinnere mich an eine Statue, die wir verloren haben. Ich glaube, eine ist auf dem Aufzug drauf. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch. Ich gehe aus dem Weg, Joseph. Joa. So. Hier sind wir nun. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Ja gut, hätten sie Joseph als Köder benutzt, ich wäre nicht drauf angesprungen. Ah gut, Halt Kidman euch, so. ist nicht mehr weit. Ja, woher willst du das wissen, Sebastian? Und außerdem, ja, Kidman können wir nicht zu viel zu sagen. Ja, was das hier sein soll, mach das mal weg hier. Echt, ey. Ich stehe mir im Weg rum, der Scheiße. Finde ich gar nicht cool, sowas. Hat Joseph halt, kann ich auch nicht leiden, wenn mir im Weg rumsteht, blöde Kommentare abgibt. Und. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine. Oh nein, da hat wohl wer den Mund zu voll genommen. Joseph, das ja, das sieht nicht gut für dich aus. Ich muss mal kurz mich selbst retten, ne? Also du darfst da mal da ein bisschen dich amüsieren, ne? Du schaffst das schon, ne? So, du hast ja gesagt, es sind nur zwei, die schaffst du. Schauen wir mal. Warte mal, muss ich aufhalten. Genau, aufhalten. Warte mal kurz, nein. Ich will Scharfschützen. Ah, verdammt. Ich wollte das noch. Yes. Schönes Bild. Das ist mein Lieblingsbild bisher. Hat er bekommen, was er verdient hat, aber naja, das Spiel ist nicht zufrieden davon. Ach Mann, jetzt muss ich ihm das Leben retten. Da habe ich gar keinen Bock zu. Das hat er gar nicht verdient, die Sau. Hey, das sind nur zwei, die schaffen wir.
Ja, Mund zu voll genommen und nicht am Stolperdraht da umgeachtet, du Dummkopf, ey. Jetzt muss ich dir den Arsch retten, ey. Nur weil du nichts, mal wieder nichts kannst und für Scheiße sorgst. Ein, zwei. Und naja, ihr werdet. Und naja. Mir geht's gut, keine Sorge. Wie hören wir uns eigentlich? Weil, naja, ich bin hier und du bist Dor. Ja, leider geht's hier gut. So. Achso. Hilfe bin ich nicht gewohnt. Erst recht nicht von ihm. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Ja, was soll ich sagen? Ich hätte sie auch machen lassen, aber man hat mich ja nicht. Ich muss die ja retten. Ach, Joseph, ey. Gib mir Deckung. Undankbar. Ist er auch noch, ey. Wieso? Oh, Scheiße. Einer ist down. Haben wir noch irgendwo Muni? Ich glaube nicht. Fuck. Dankeschön. Dann muss ich trotzdem anzünden, ne? Und mich selber angeblich auch. Alles klar. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Schaden genommen habe. Aber auch egal. Das war's dann doch nicht wert, leider. Dabei will ich nicht mal einen Helden spielen. Ich will hier einfach nur meine... Scheiße. Schnell, was? Holy Schmau. Was zur Hölle? Joseph, bist du in Ordnung? Ich. Ja. Leider. Ich hätte dich echt gerne da einfach sterben lassen, du Arsch. Hat er verdient gehabt, aber naja. Wie dem auch sei. In der Kirche und naja. Also auf dem Weg zur Kirche? In der Kirche? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal. Wenn wir uns das schon antun müssen mit der katholischen Kirche, die gerne die Hände nicht bei sich lassen können, dann Dinge antun, Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Ja. Und dann vorhöcheln, dass sie besseres sind. Ja. Wo wir heuchlern sind, ne? Aber es sieht trotzdem cool hier aus, muss ich schon sagen. Die haben sie. Schon eine coole Stage hier. So. Hätte man noch super für ein Big Fight nutzen können. Theoretisch, also Event vielleicht so. Hier bei dem Platz da. Haben wir jetzt eigentlich nachgeladen oder nicht? Nee. Scheint leider nicht. Muss ich warten, bis er das fertig hat. Schade. Achso, das hat er oder was? Null. Okay, von mir aus. So, schauen wir mal. Ich bin auch gespannt, wie viel wir übersehen haben und wie viel nicht. Sieht nach hier meine ich halt. Aus. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Nein, wir nehmen alles mit, Kollege. Und wer? Du gehst mir auf die Nerven mit deinem, wir sollten weitergehen, Junge. Andererseits, ich darf dich ja eh noch nicht töten. Vielleicht ja später. Hoffentlich. So. Aber es ging mir schon am Kopf beim ersten Mal, so.
Also ich weiß nicht mehr, ob das genauso war wie hier. Aber war ähnlich. Also ich habe ihn da halt auch absichtlich sterben lassen, einmal im privaten Spielstand damals. Daran erinnere ich mich noch gut, weil ich dachte mir, yes, endlich kann ich Joseph sterben lassen und dann so. Nee, darfst du leider nicht. Schade. Diesen Charakter darfst du leider nicht sterben lassen. So, das ist schon schade. Aber naja, so ist es halt, ne? Danke fürs Medikit, aber. Ja, doch, danke fürs Medikit eigentlich. Wobei beschwere ich mich nicht mehr. Medikit nimmst du gerne mit. Shotgun-Muni nehmen wir gerne mit. So. Gel nehmen wir gerne mit, immer noch nach wie vor. Auch wenn es diesmal ein bisschen teurer alles wird, was wir schon gelevelt haben, was wir nicht gelevelt haben. Natürlich nicht, ne? Da sind wir noch am Anfang und es kostet nicht viel. Aber müssen wir mal gucken, was wir als nächstes leveln auch. Aber ich denke, wir haben okay geskillt. Wenn wir nicht sogar gut geskillt haben. Ja, ich denke, wir haben auch ein bisschen was verkackt bei der Skillung tatsächlich. Naja, ist halt auch schwierig zu sagen, ne? Weil die Entwickler, die haben halt auch Fehler gemacht. Das kannst du halt, das kann selbst der größte Fanboy des Games nicht sagen. Und ich zähle mich auf jeden Fall auch dazu. Zu einem großen, also ich bin ein großer Fan von The Evil Within. Das darf man bei der Kritik, die in den letzten Parts von Starten ging, nicht vergessen. Durch Fire das Spiel. Und oh, hier haben wir eine Dings. Ich wollte eigentlich noch die Scheiße hier zerkloppen erstmal und hoffen, dass wir irgendwas bekommen hier. Oh. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt. Egal, was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Ah, cool, dass man, schade, dass man den Hammer hier nicht mitnehmen kann. Aber andererseits, das wäre auch ein langsamer Angriff. Ja, so ist das halt mit dem Geben und Nehmen, ne? Oh. Hallo. 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 Stato. Ich werde dich holen gehen. Joseph. Du kannst gern sterben gehen. Und jetzt alle. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Ich will mal zu meiner Stato gehen. Sind hier nicht Medikamente? Kann ich nicht mitnehmen? Nein. Schade. Weil wir haben so ein Problem mit der allgemeinen Gesundheit hier von meinem Char. Und wir ziehen uns die Spritze rein. Der gute Stuff. So, dann einmal wieder. So. Ah, hier. Jaho. Juhu. Juhu. Wo ist meine. Oh ja, das sie. Oh yes! Wheel wins. Zumindest wenn wir Gel raus haben. Wenn nicht, dann heißt verdammte Kacke. Aber nochmal so 7000 wär cool. So, da geht's vielleicht weiter. Oder geht's hier weiter? Ich hab das nicht mehr im Kopf, wo es weitergeht, leider. Das heißt, wir zerstören erstmal alles, wo wir halt gerade sind. Und nehmen alles mit, wo wir gerade sind, was uns auffällt, was wir mitnehmen können. So. Ich denke, wir werden nicht alle Statuen mitnehmen, aber hey, wenn wir halt den ganzen Gelvorrat plündern, bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Ich weiß auch gar nicht, ob es da ein Limit gibt, wie viel Gel du finden kannst oder ob du vielleicht sogar alle Spinde voll mit Gel haben kannst, aber es ist mir noch nie passiert, also. Aber vielleicht ist das ja möglich, ne? Ich weiß es halt nicht. Kann ich das hier nicht öffnen? Nein. Das sieht so aus, als könnte man das öffnen. Schade. Da hätte auch ein bisschen so Mini-Gel drin sein können, so ein paar hundert oder so. Oder halt ein bisschen Muni, was auch geil wäre. So. Da haben wir. Okay. Ja, moi. Dann gucken wir mal noch hier nach den. So. Okay. Explosivo herstellen. Und dann war es das auch schon. Tja. Ja. Ich weiß schon, warum ich den Bogen nicht mehr weiter skille, weil wir kriegen kaum noch was. Da muss das halt auch keine einzige Falle halt.
Also darfst du nicht unnötig Bogen verschießen. Also Harpunen ist halt noch egal, finde ich. Aber den Rest darfst du halt nicht unnötig verschießen. Und du darfst halt auch keine Falle eigentlich explodieren lassen. Nicht nur, weil du halt Schaden nimmst, sondern halt auch, weil du damit wertvolle Teile halt liegen lässt. Ja. Ist halt leider so. Du kriegst in meinen Augen auch leider viel zu wenig für einen Bogen halt. So. Aber naja, das heißt nicht, dass ich den aus dem Schließband haben will, ne? Weil da, wie gesagt, habe ich gerne. Ah gut, Wuwig hat über seinen Vater geredet. Und auch über seine Schwester. Jetzt machen wir weiter. So. Jetzt machen wir weiter hier. Oh, hier ist Gel. Darf ich hier rüber? Yo. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Daran habe ich mich null erinnert. 100. Ich meine 1000. So. 10 muss gelernt sein, aber. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Versuch's mal mit einem Fuß von anderen. Dann klappt das bestimmt im Bewegen. Also echt, ey. Das stellt er auch für blöde Fragen. Kann er nicht einfach. Hätte ich den nicht sterben lassen können? Was nützt der? Wenn wir nicht wieder so eine Tür haben mit einem Code. Ansonsten ist er komplett sinn- und zwecklos, der Typ. Kann nicht schießen, kann nicht mit einer Axt umgehen, nimmt den Mund viel zu faul. Ja, aber gut, er will auch sterben, haben wir erfahren. Also, ja. Kein Wunder. Gut, hier geht's wohl weiter. Habt ihr nicht noch eine Abzweigung irgendwo? Oder meine ich das nur? Ja, doch, hier. Oder war hier nur Boni? Ne, hier war nur Boni. Achso, hier hätte man auch hingehen können. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir hier hoffentlich alles mitgenommen und sehen uns beim nächsten Part wieder, wo wir durch das.